Ein sehr erfolgreiches Wochenende liegt hinter Raster Fechter. Hier in den eigenen Wänden gab es einen deutlichen Sieg gegen die Dragons Rhöndorf und aus der Auswärtspartie gegen die Gladiators Trier brachten die Raster ebenfalls einen Sieg mit. Beim ersten Heimspiel der Saison dominierten die Raster klar und durchgängig die Partie gegen den Aufsteiger aus Rhöndorf. Bereits nach dem ersten Viertel führte das Team von Trainer Andreas Wagner mit 10 Zählern. Das konnten die Fechter sogar noch steigern und gingen mit einer deutlichen 54-27 Halbzeitführung in die Kabine. Allein in der ersten Hälfte der Partie gab es 17 Ballverluste auf Seiten der Rhöndorfer. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Raster stark. Topscorer war an diesem Abend Matt Reed mit 16 Punkten, gefolgt von Christian Standhardiner mit 15 Punkten. So siegten die Raster an diesem Abend mit 42 Zählern Differenz. Kalis Dasmanis machte dabei kurz vor Schluss die 100 Punkte voll. Der Endspielstand 103-61. Raster Fechter steht somit nach seinen Siegen gegen Rhöndorf und Trier in der Tabelle der Pro A auf Platz 1.